Servus und willkommen zurück in der Bundesfilmanstalt zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und jetzt ist es soweit, etwas verspätet, das Monatsupdate für April 2022. Ja, ich bin ein bisschen spät dran, aber ab und zu ist es einfach so. Und tatsächlich, letzten Monat war es gar nicht so viel. Ich habe es tatsächlich einmal geschafft, ein bisschen weniger anzuschaffen, aber es war trotzdem wegen einiger Dinge relativ kostenintensiv, werdet ihr noch sehen. Und einige Sachen habt ihr natürlich schon gesehen in vergangenen Videos, entweder im Unboxing oder in der einen oder anderen Review vielleicht. Das heißt, manche Sachen sind vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt, aber so ist es halt bei Update-Videos. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die schauen halt lieber Update-Videos als sonst irgendwas. Und warum nicht? Dann ist einfach für jeden so ein bisschen was dabei. Ja, und deswegen jetzt ohne lange Umschweife machen wir mal ein relativ kurzes Video heute. Starten wir mit dem Monatsupdate für April 2022. Los geht's mit der Amaray von Love and Monsters. Ja, der lief ja vor einigen Monaten mal auf Netflix. Ich habe dazu auch eine Review gemacht. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein richtig netter, familienfreundlicher Monster-Film. Ja, in einem netten apokalyptischen Setting. Hat mir wirklich gut gefallen. Könnt so ein bisschen, aktuell läuft ja mein Fallout 4, meine Stream-Reihe, wo wir bis jetzt immer so jedes Wochenende ein bisschen live gestreamt haben, Fallout 4. Das ist auch so ein bisschen, ne, das könnte so ein bisschen Fallout 4 sein. Es ist ein Hund mit dabei, der nette junge Mann da. Und es ist einfach ein netter Film. Er ist FSK 16. Den kann man aber auch mit Jüngere schauen. Also der ist jetzt nicht irgendwie blutig oder brutal oder sonst irgendwas. Klar, ein bisschen gruselige Monster, aber es ist ein schöner Film. Schaut es mal Review an, wenn ihr dran denkt. Ich verlinke es euch unten, ansonsten mal auf dem Kanal schauen. Toller Film, freue mich, dass der rausgekommen ist jetzt auf Blu-ray Love and Monsters. Dann haben wir Pleasure, relativ frisch reingekommen hier von Weltkino. Ein, ja, es steht drauf, der ehrlichste Film aller Zeiten über die moderne Pornoindustrie. Das ist er auch, er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schaut mein letztes Grot geschaut an, da spreche ich auch kurz drüber, über Pleasure. Der ist empfehlenswert, ich fand ihn gut. Mir hat er tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Toll gespielt. Sehr interessanter Film. Pleasure. Eine Empfehlung auf jeden Fall von mir. Dann auch eine Empfehlung. Caged. Gefangene der Lust. Da ist mir ja im letzten Grund geschaut ein Fehler unterlaufen, weil ich Dödel den falschen Caged-Film geöffnet hatte auf dem PC und habe da ein bisschen einen Schmarrn vorgelesen. Entschuldigt bitte. Weil man halt immer nichts merken kann, ne? Auch der empfehlenswerter, sehr zeigefreudiger Film mit einer sehr attraktiven und guten Hauptdarstellerin. Auch so ein kleiner Geheimtipp. Hat keine FSK-Freigabe, hat eine Spio. Und hier von Busch Media erschienen, also auch hier Caged. Der lohnt sich. Kann man mal gucken. Dann ganz frisch eingetrudelt Killer Alien bzw. Breeders von Anolis hier im nur im Keepcase. Es gibt auch Mediabooks davon, aber das ist halt immer sehr, eine sehr kostenintensive Sache. Und ich habe mir gedacht, komm, es kommt ein Keepcase raus mit meinem Wunschcover. Das ist auch auf einem Mediabook drauf. Und genau in dem Cover, was ich eh haben wollte, hat Anolis jetzt das Keepcase rausgebracht. Auch arschteuer, kurz 23 Euro, zumindest bei Amazon, habe ich mir jetzt geholt. Bin ich sehr gespannt drauf. Das ist genau mein Genre. Guckt euch mal das das Covermotiv an, ne? Das ist genau mein Genre, Leute. Dann habe ich vom lieben Morpho Morphinium bekommen, hat er mir einfach mal zugeschickt. Ich habe leider noch nicht gesehen. Der war jetzt in meinem Stapel drin. Ich wollte ihn eigentlich schon längst geguckt haben, aber er war unten in meinem Stapel drin. Naja, jetzt habe ich ihn wieder entdeckt. Act of Vengeance. Nettes Covermotiv. Morpho hat er, glaube ich, nie so gut gefallen. Ich mag das Genre eigentlich ganz gerne. Rape and Revenge. Und ja, der könnte mir vielleicht durchaus gut gefallen. Act of Vengeance. Danke nochmal und Grüße gehen raus an Morpho. Dann ist erschienen The Wicker Man, das Original mit Christopher Lee. Ja.
mit dem Final Cut erstmals mit deutscher Synchro, Director's Cut und Kinofassung in Original mit Untertitel ist auch mit dabei. Umfangreiches Bonusmaterial und Poster erschienen von Arthouse hier in einer schönen Scanavo-Box. Ja, noch nicht gesichtet, aber kommt demnächst auf jeden Fall in den Player. Dann von Wicked Vision bekommen, Necronomicon endlich, H.P. Lovecraft, Hans-Peter Lovecrafts Necronomicon in der Scanavo-Box, sehr guter Film, ja, also hat mir extrem gut gefallen, schöner Episodenfilm zu den entsprechenden Lovecraft-Geschichten, empfehlenswert, ja, schöne Scanavo-Box, das passt. Dann noch nicht gesichtet, hier auch von Wicked Vision, die Hexe des Grafen Dracula. Auch in der Scanavo-Box. Wie gesagt, ich brauche längst nicht mehr alles im Mediabook. Das muss nicht sein. Ich freue mich immer über auch schöne Keepcase-Auflagen, vor allem wenn es Scanavos sind. Das ist genau mein Thema. Also die Hexe des Grafen Dracula. Dann das einzige Steelbook diesen Monat. Ich kaufe wirklich kaum nur Steelbooks. Ich weiß ja nicht, ob es in der Sammlung bleibt oder ob es wieder rausfliegt. Tod auf dem Nil, die Neuverfilmung von Agatha Christie's Krimi. Ja. Den Originalfilm mit Sir Peter Ustinov liebe ich. Ja, und auch die anderen aus dieser Krimi-Reihe. Der war nicht wirklich was. Den kann man eigentlich vergessen. Also Tod auf dem Nil, nicht wirklich. Dann ist erschienen ein wunderschönes Mediabook von Koch Films. Ja, die können es, also die hauen zurzeit richtig auf die Kacke. Der Affe im Menschen. Schaut euch das schöne Mediabook an. Schauen wir mal, ob ich es euch nochmal zeigen kann. Hier mit diesem Metallic-Effekt bei dem Affenkopf und dem Spotlack hier. Und es ist einfach ein schönes Mediabook. Ja, ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, die kleinen Mediabooks von Koch Films, die sind scheiße, ich soll normale Mediabooks machen. Mir ist es eigentlich, ist es mir wurscht, wie groß das Mediabook ist. Solange es schön ist und solange der Inhalt da ist, das ist eine 3-Disc-Edition, da ist nur eine fette Bonus-Disc dabei. Im Vergleich zur alten NSM-Scheibe ist hier viel, viel mehr Bonusmaterial dabei, ist ein schönes Booklet dabei, es passt einfach, der Preis hat passt unter 30 Euro, es ist einfach eine tolle Edition und der Film ist auch absolut klasse. Dann auch von Koch Films erschienen sogar in 4K, in einem auch sehr schönen Mediabook, wie ich finde. Leider habe ich den PIN nicht dazu bekommen, wenn man nämlich im Kochfilms-Shop bestellt hat und unter den ersten, ich glaube, 100 Bestellern war man nur so ein Lamp-Pin dazu bekommen. Ich war leider anscheinend nicht schnell genug, aber das ist auf jeden Fall Lamp mit Nomi Rapace. Ist auch sehr, sehr außergewöhnlicher, extravaganter Film. Ja, ich habe ihn nur nicht so ganz kapiert, aber ja, ich muss einmal nur eine Zweitsichtung her, aber Nomi Rapace schaue ich einfach gern und der Film war einfach interessant. Ja, man kann schon ein bisschen sagen, so Folklore, Horror oder was auch immer in der Richtung. Es ist auf jeden Fall ein schönes Mediabook, 4K mit dabei, ich glaube 30 Euro irgendwas mit 4K, Bildqualität super, da kann man überhaupt nicht meckern bei Kochfilmen, absolut nicht. Dann hat es gegeben von Cape Light, ja, ein Film, der seit längerem ja schon in aller Munde war und bis heute ist. The Sadness in diesem Jahr recht schlichten Mediabook, auch hier mit Spotlight von Cape Light Pictures. Ja, es ist halt schon sehr schlicht gestaltet worden, aber es ist okay, warum nicht? Da habe ich, glaube ich, kein Unboxing dazu gemacht, aber eine Review. Von hinten schaut es so aus, das ist eigentlich auch ganz schön. Auch hier 4K Mediabook zu einem sehr fairen Preis bei Cape Light, da kann man eigentlich auch immer nichts sagen. Mir hat der Film übrigens sehr gut gefallen, also ich mochte den. Viele mögen den ja gar nicht, das ist wieder so ein Film, der die Gemüter sehr, sehr stark spaltet. Ich persönlich fand ihn sehr gut, mich hat einfach gut unterhalten, es war ein netter Film, ja, durchaus brutal, er hat seine Szenen, manchmal ein bisschen skurril, aber das Sadness, also von mir aus kann man sich den kaufen, da gibt's nichts. Dann habe ich im letzten Verkaufsvideo von Slane McRoth vom Tommy habe ich mir nur einen Titel geordert. Das ist nämlich hier Raw Force im Mediabook. Das ist auch eine Empfehlung im Übrigen vom lieben Morpho. Ja, hier steht schon drunter Kung Fu, Zombies und Mönchskannibalen. Also ich meine, ich bin kein Fan von diesen Kung Fu Filme und so, aber Zombies und Mönchskannibalen,
und anscheinend ansehnliche Damen. Das ist halt schon eher mein Thema. Deswegen glaube ich halt auch, dass der Film absolut was für mich sein könnte. Ich habe noch nicht gesichtet. Da muss ich immer so ein bisschen Bock drauf haben, auf so total abgefahrenes Zeug, was das hier, glaube ich, ist, Raw Force. Da muss ich immer so ein bisschen Bock drauf haben. Aber ihr seht schon, wenn ihr euch mal hinten durchlest, um was es geht, das ist halt, glaube ich, absoluter Wahnsinn einfach. Das ist ein schönes Mediabook, in komplett matt mit einem schönen Motiv. Also mir gefällt sehr, sehr schön. Raw Force und der letzte Film für diesen Monat tatsächlich von Wicked Vision, eine Jungfrau in den Krallen, jetzt kann man es nicht gleich lesen, in den Krallen von Frankenstein von Jess Franco, hier mit schönen Timo Würz Covermotiv. Der Film, muss ich ehrlich gestehen, wirklich, der hat mir jetzt nicht so aufgekaut. Also ich habe ja von Jess Franco, so viele Filme habe ich von ihm noch gar nicht. Was habe ich da gesehen? Wie heißt jetzt der Nonnenfilm? Die Nonnen von Clichy. Der war meine auch von Jess Franco. Ne? Der hat mir nämlich gut gefallen. Aber der da, der war immer ein wild, schrill und abartig pervers. Naja, nein. Der war eher, also ich fand ihn wirklich eher fad. Also das Highlight ist wirklich für mich ein tolles Motiv. Ja. Aber der Film selber war es jetzt für mich nicht so. Aber ich meine, das ist immer Geschmackssache. Vielleicht brauche ich auch bei Jess Franco vielleicht halt nur den einen oder anderen Anlauf. Der hätte halt einfach vielleicht ein bisschen trashiger sein dürfen. Dann hätte er mir vielleicht auch nur ein bisschen besser gefallen. Dann, jetzt sind wir schon durch mit den Filmen. Also mehr Filme hat es tatsächlich gar nicht gegeben den Monat. Ihr seht schon, das ist eigentlich... Es ist relativ überschaubar. Leider hat sie ja von Wicked Vision der Hexenjäger mit Vincent Price, der hat sie ja leider verschoben und da habe ich mir ja auch mitbestellt, die Verfluchten, also der Untergang des Hauses Usher, auch mit Vincent Price. Das ist einfach super. Was heißt zwei Filme, die super sind? Den Hexenjäger kenne ich leider noch nicht, aber ich kenne auf jeden Fall die Verfluchten und der ist großartig und ich mag Vincent Price generell sehr, sehr gerne. Aber da hat sie jetzt, der Hexenjäger hat sie verschoben, ich glaube auf Ende Mai. Das ist natürlich jetzt für mich ein bisschen schade, aber was soll man tun? Hauptsache, ich meine, da muss man natürlich dazu sagen, das ist eine fette 4-Disc-Edition mit Soundtrack und mit, also da haben sie wirklich wieder alles dann reingepackt, was es gibt. Deswegen, okay, dann warten wir halt nur ein kleines bisschen und dann werden wir es schon hinkriegen. So, was habe ich noch? Ihr seht schon, das ist was ziemlich Fettes und zwar auch von Amazon und ja, vom Format her, ja, es ist genau das, was ihr denkt, was es ist. Und zwar eine Vinyl. Und zwar die Amazon-exklusive Marbled Edition LP von Rammsteins neuen Album Zeit. Ja, also das ist die Amazon-exklusive, nicht die normale. Es gibt auch noch eine normale mit so einer, da haben die Platten so eine Marmorstruktur drauf. So sieht es von hinten aus. Die Titel sind so hier so seitlich drauf, halt so. Da kann man es dann lesen. Ja. Und das haben sie wirklich schön gemacht. Da ist hier so, ja, wie so eine Art Banderole an der Seite rum hier. Das ist geprägt hier. Sieht sehr, sehr schön aus. Auf der Rückseite, das hat auch Goldprägung. Und wie gesagt, spezielle Platten. Schöne Scheibe wollte ich haben. Ich bin jetzt kein riesen Plattensammler oder so, also Vinylsammler. Ich kaufe auch nicht so viel CDs oder so. Aber Rammstein ist halt eine meiner Lieblingsbands. Und ja, da haben wir gedacht, komm, das investierst jetzt einfach. Der Preis war, glaube ich, irgendwas um die 50 Euro oder was. Relativ teuer, aber die wollte ja damals. Ist inzwischen schon ausverkauft und ja, für mich als ja, Fan, ja, must have auf jeden Fall. Ich meine, ein paar Platten habe ich noch, auch gerade so ACDC und so was, ein paar Sachen habe ich schon noch auf LP, ja. Aber ich kaufe, wie gesagt, Musik, physische, ich bin kein Musiksammler an sich, ja, aber die Rammstein-Platten wollt ihr halt unbedingt haben. Na, das neue Album. Vielleicht mache ich sogar mal ein Unboxing von der Edition. Auch wenn es jetzt, das ist jetzt zwar kein Film, aber ich meine, was soll's, kann man ja vielleicht einmal Vinyl auspacken. Ja, so. Ich sehe gerade, mein Mikro hat sich gerade schon wieder so ein bisschen nach hinten verabschiedet. Das liegt an dem Mikrofonarm. Ich hoffe, der Ton war trotzdem jetzt gut, weil wir sind schon fast durch.
Eins habe ich noch, das habe ich noch nicht gezeigt, das teuerste. Und das Ganze ist sowas da. Und ihr könnt es euch natürlich schon vorstellen. Ja, jetzt wird sie sagen, ja, jetzt hat er sich ein Poster gekauft. Ja, wie viel kann ein Poster kosten? Ich kann euch sagen, ziemlich viel. Und ich zeige euch jetzt, was es für ein Poster ist. Das Teil habe ich schon, kommt übrigens aus den USA, habe ich mir extra aus den USA schicken lassen. Und habe ich schon eine ganze Zeit lang, ich habe es einmal vor Monaten schon auf meiner Wunschliste gehabt. Und dann war es auf einmal aus eBay verschwunden. Aber ich dachte, scheiße, es ist verkauft worden. Der Anbieter hat mehrere solche Filme, es ist natürlich ein Filmposter, hat mehrere solche Poster im Angebot, hochpreisig aus dem Ausland, und zwar Originalfilmposter, nicht irgendwelche Reprints oder sonst irgendwas, sondern Originalfilmposter. Und ich bin großer Fan von amerikanischen, sage ich, von japanischen Filmpostern, und eins, das habe ich zufällig gefunden gehabt, und jetzt habe ich es wieder gesehen gehabt, und er hat es nochmal inseriert gehabt, und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ist es mir scheißegal, das kostet zwar scheiß viel Geld, ich will es haben. Ich will es haben, und ich zeige es euch jetzt, ich hole es jetzt aus, was es ist. Ich muss dazu natürlich ein bisschen nach hinten gehen. So, es spiegelt jetzt ein bisschen, aber ist egal. Es handelt sich hierbei um, ich halte es ein bisschen schräg, so, das japanische Kinoplakatmotiv, das japanische Kinoplakat von Schulmädchen Report Teil 11. Und da muss ich sagen, das Motiv, entschuldigt bitte, ich musste es einfach haben. Die ganze Farbgestaltung, die nette, adrette Dame auf dem Motiv, es ist einfach super. Und wie gesagt, das ist ein Originalplakat vom Film, kein Reprint. Na, und das wird natürlich demnächst in einem Rahmen landen. Ich habe leider noch keinen. Das ist nämlich auch ein bisschen ein komisches Format, weil die Japaner haben anscheinend keine diese irgendwie DIN-Formate oder so. Die haben irgendwas anderes. Das ist so von der Größe her so zwischen DIN A2 und DIN A1. Also ein bisschen kleiner als DIN A1, ein bisschen größer als DIN A2. So ein bisschen ein Zwischending. Aber da kriege ich schon so einen schönen Plakatrahmen. Und da muss ich mal schauen, wo ich es aufhänge. Ja, vielleicht hänge ich sogar da irgendwo an die Wand im Hintergrund. Das wäre natürlich super. Die Sache ist halt immer die bei YouTube. Man muss halt immer aufschauen. Ich habe halt keinen Bock, dass ich irgendwann einmal einen Strike kriege. Wegen Nacktheit oder so. Wobei, ich muss ja sagen, YouTube hat da ja so seine Ausnahmen, wenn es um Kunst geht. Und Filme und auch Filmplakate sind meiner Meinung nach Kunst. Ja, um das geht's. Das ist ja das Thema dabei. Und deshalb sollte das eigentlich nicht so ein Riesenproblem sein. Aber das war mit Sicherheit die teuerste Anschaffung. Das ist ein richtiges Sammlerstück, eine echte Rarität. Und ich mag halt diese japanischen Filmplakate. Es gibt auch schöne Fukuzilla. Es gibt so viele, aber die kosten natürlich. Das ist wirklich preismäßig schon diese Originalfilmplakate. Ich meine, die deutschen, wenn man schaut, die deutschen Kinoplakate, die kriegt man für relativ wenig Geld. Ja, die originalen. Bei eBay, da muss man aber sagen, da ist der Zustand teilweise nicht so gut. Die sind dann 100-mal gefaltet und mit Einstichlöchern und weiß der Geier was. Das hat keine Einstichlöcher, das ist in einem Top-Zustand, wirklich sehr, sehr schön. Und da freue ich mich drüber, das ist halt eine richtige Rarität. Das habe ich sonst nie mehr gesehen, nur dieses eine Mal bei diesem einen Verkäufer bei eBay. Und anscheinend wurde, wie gesagt, damals die Aktion ausgelaufen. Dann hat er es entweder nicht gleich inseriert wieder oder er hat es schon wieder inseriert, aber ich habe es nicht mehr gefunden dann. Jetzt habe ich es Gott sei Dank, und dann, weil ich habe mich so geärgert, wie das dann weg war, und ich habe es nicht gekauft gehabt. Ich habe mich so geärgert, und jetzt habe ich es, Gott sei Dank, in der Sammlung. So, und das war es jetzt mit dem Video, mit dem Monatsupdate für April 2022. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ und unterhaltsam für euch. Das wäre schön. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu den Filmen, zu Rammstein, zu dem Poster, zu was auch immer. Was habt ihr euch geholt im letzten Monat? Auch das würde mich brennend interessieren. Ab damit in die Kommentare.
Da verlinke ich euch wieder ein bisschen was zum Anschauen. Gern da den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Am Wochenende leider kein Livestream, also kein Gaming-Stream für Fallout 4. Da freue ich mich übrigens immer drauf, wenn ihr mit dabei seid. Da können wir auch mal, also auch für Leute, die vielleicht gar nicht so unbedingt Bock jetzt auf so einen Gaming-Stream haben. Also da geht es nicht die ganze Zeit bloß um das Spiel. Wir unterhalten uns auch über alles Mögliche und über Filme. Und ihr könnt euch untereinander unterhalten und mich nebenbei sabbeln lassen oder mir auch was fragen. Also das ist überhaupt kein Problem. Seht das auch so ein bisschen so als Chat-Plattform, Chat-Community-Plattform, wenn wir da so einen Gaming-Stream machen, dann könnt ihr halt mich blödel da nur ein bisschen zuschauen beim Umeinanderrennen da in der Fallout-Welt. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, dieses Wochenende leider nicht, da bin ich nicht da, da bin ich bei meiner lieben Frau endlich einmal wieder. Ja, und bei den Katzen. Und ja, mal wieder weg von da und ein bisschen ausspannen, ja, und entspannen. Aber den Stream holen wir nur nach, vielleicht machen wir dann am Montag oder was. Kriegen wir alles hin. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao und Servus.